das LKA. Hintergrund: Kurz vor seiner Verhaftung hatte Rainer Körben noch schnell alle Daten auf seinem Computer gelöscht und wollte ihn neu formatieren lassen. Aber das LKA, das die Festplatte beschlagnahmt hatte, konnte unter den gelöschten Daten die Anfangsworte einer verräterischen Datei wiederherstellen. Die Überschrift eines Erpresserbriefs. Wie Sie ja bereits wissen. Ein unabhängiger Sachverständiger soll nun prüfen, so verlangt es Körben, ob das LKA die Daten manipuliert habe. Also dieser Brief, wie Sie bereits wissen, war vom LKA bei den gelöschten Daten gefunden worden. Und diese gelöschten Daten waren jetzt also auf CD. Und ich begann mich daran zu machen, die zu suchen, was da, also ich hatte die Erpresserbriefe ja vorliegen in ihrem Originalwortlaut, die lagen, waren ja bekannt, und versuchte also mit Kennworten oder Schlüsselworten aus diesen Erpresserbriefen in diesen gelöschten Dateien zu suchen. Und der Sachverständige wird fündig, aber nicht so, wie Rainer Körben es sich erhofft hat. Im Gegenteil. Wir sehen uns hinter uns den einen aufgefundenen Brief 3, den wir also in volle Gänze hatten. Und ich muss Ihnen gestehen, das sind so Erlebnisse im Leben eines Sachverständigen, die vergisst er nicht mehr. Also ich habe nachts um 3 Uhr meine Frau geweckt und habe gesagt, komm rauf, das musst du dir anschauen, das ist einfach unglaublich. Es war diese enorme Fülle von zutreffenden Fakten, die einfach eigentlich, denke ich mal, den Herrn Körben und auch seine Vertreter stumm werden ließen in der Situation, was sagen wir jetzt da dagegen? Und da wurde der Rainer Körben, ich habe ihn dabei beobachtet, richtig bleich. Der hat gesehen, wieder schwimmt ein Fell weg. Spätestens jetzt müsste jeder Täter aufgeben, sagen Prozessbeobachter. Nicht so Rainer Körben. Ich wiederhole das, was ich zu Anfang meiner Hauptverhandlung gesagt habe. Ich habe wissentlich nicht zu seiner Entführung beigetragen und habe vor allem nicht ermordet. Ortstermin in Langen. Richter Elisen lässt den Angeklagten noch einmal am Tatort vorführen. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Man traut ihm mittlerweile alles zu. Die Sache hat natürlich einen Knacks bekommen in dem Moment, als ich davon gehört habe, dass es Aussagen gibt, denen zufolge er mich als Geisel nehmen wollte, um seine Freiheit zu erpressen. Nachdem Rainer Körben selbst das Verhältnis zu seinem Verteidiger aufs Spiel gesetzt hat, greift er überraschend nach einem neuen Strohhalm, eine psychiatrische Untersuchung. Also erstens war es sicherlich in seiner nun doch schon etwas beengten, von der Beweislage her beengten Situation so, dass er wahrscheinlich ein bisschen die Flucht nach vorne gesucht hat, jetzt durchzubrechen sozusagen mit einer verblüffenden neuen Taktik auch. Schlimmer kann es sowieso nicht mehr werden, das wäre so das Motto, was ich ihm unterstellt habe. Dann aber war wahrscheinlich darin auch beabsichtigt die Demonstration eines guten Gewissens, nicht? Meine Verteidiger wollen das zwar unverständlicherweise nicht, aber ich habe ja nichts zu verbergen und ich will das jetzt. Es nutzt ihm nichts. Sein Gutachter attestiert ihm beachtlichen kriminellen Ehrgeiz und erkennt in ihm einen gefährlichen Schwerkriminellen, einen Verbrecher aus Leidenschaft. Zweifel an seiner Schuldfähigkeit hat er nicht. Körben kennt keine Skrupel. Er erpresst 4 Millionen Mark Lösegeld für einen Toten und wäscht dann seelenruhig einen 1000-Mark-Schein aus dem Blutgeld auf einem Polizeirevier. Dort verwaltet nämlich eine Frau, die er während seiner Haft geheiratet hatte, die Handkasse. Seine Umwelt hat Körben immer geschickt benutzt. Für Totschlag, Raub und Betrug hat er 7 Jahre im Gefängnis gesessen. Aber kaum jemand hat's gewusst. Genauso wenig wie vom Doppelleben des Malermeisters in Thailand. Angeblich auf Geschäftsreise wochenlang unterwegs, heiratete er dort sogar eine junge Frau und kaufte ihr ein Haus. Aber mit welchem Geld? Gleichzeitig kauft er 1993 den Bungalow in Langen und bezahlt in bar 300.000 Mark. Und wieder fragt niemand, mit welchem Geld? Es ist erpresstes Geld. Lösegeld aus einer anderen Entführung. Der dritten, die Rainer Körben auf dem Gewissen hat.
Vor den Augen der Familie wird der Sohn eines Fleischgroßhändlers in einen Wagen gezerrt. Die Entführer sperren ihn in eine Holzkiste, wie in einen Sarg, 7 qualvolle Tage lang. Das Opfer hat sich, anders als Jakob Fischmann, nicht gewehrt und dadurch überlebt. Man zieht sich im Prinzip so auf das geringste Maß, was so ein Mensch irgendwie hat, wie so ein Tier, nur das Überleben. Und man hofft natürlich jederzeit. Auch Fischmann hätte vielleicht überlebt, wäre nicht beim Kampf mit seinen Entführern die Maske Rainer Körpens verrutscht. Das war sein Todesurteil. Er hatte den Mann seiner Angestellten erkannt. Achim Heftrich kommt frei für 2 Millionen Mark. Die wurden an einer auffällig markierten Stelle von einer Rheinbrücke geworfen. Fast immer werde Lösegeld gefunden, beruhigt die Polizei die Familie, die sich das Geld hat leihen müssen. Aber die 2 Millionen bleiben verschwunden, genauso wie die Entführer. Erst durch die Ermittlungen im Fall Fischmann und Sven Körpens Aussage wird klar, der passionierte Sporttaucher Rainer Körpen ist einfach mit der Geldtasche durch den Rhein geschwommen. Durch Verfahrensfehler, die passiert sind in meiner Ermittlung, muss ich jetzt weiter Lösegeld abbezahlen. Also nicht nur ich, unsere ganze Familie. Und das werden wir auch noch 4, 5 Jahre tun müssen, bis wir endgültig abbezahlt haben. Und wäre das nicht passiert, wäre natürlich auch Jakob Fischmann noch am Leben. Denn dann wäre der Rainer Körpen und sein Sohn schon 4 Jahre früher gefasst worden. Eine blaue Mülltüte, von den Tätern als Zeichen hinterlassen, wurde damals zwar in ein Labor geschickt, blieb dort aber liegen. Eine Panne mit verheerenden Folgen. Leicht hätte man Fingerabdrücke Sven Körpen zuordnen können, der bereits wegen eines Rauschgiftdelikts im Polizeicomputer stand. Und damit wäre auch Rainer Körpen sofort ins Visier der Ermittler geraten. So aber konnte er in aller Ruhe das Lösegeld ausgeben und 3 Jahre danach die nächste Entführung planen. Zum zweiten Mal suchte er sich die Familie Fischmann als Opfer aus. Ein Verbrechen, das hätte verhindert werden können. Sie können sagen, Jakob Fischmann würde leben. Aber sehen Sie mal, Jakob Fischmann würde möglicherweise auch dann leben, wenn Rainer Körpen in einem Verfahren zum Nachteil seiner Ehefrau, wo die Ehefrau tot in der Badewanne gefunden worden ist, nicht zu einer zeitlichen Freiheitsstrafe verurteilt worden wäre, sondern wegen Mordes zu lebenslänger Freiheitsstrafe. Der Prozess um die Entführung und Ermordung Jakob Fischmanns legt eine Blutspur frei. Rainer und Sven Körpen haben gemeinschaftlich insgesamt 3 Entführungen begangen. Das Verbrechen an Achim Heftrich ist aus prozesstaktischen Gründen nicht Gegenstand der Verhandlung. Aber die Entführung von Jakobs Neffen Peter. Überführt wird Rainer Körpen durch dieses Erpresserbild. Er hat es mit derselben Polaroid-Kamera gemacht, mit der er sonst harmlose Familienfotos geknipst hatte. Dieses Bild ist von den vielen Bildern, die in diesem Verfahren eine Rolle spielten, also war für mich jedenfalls das eindrucksvollste. Ich habe es noch heute vor meinen Augen. Und das ist so ein Bild, wo man sich dann so fragen muss, wie böse muss ein Mensch sein, der einem Kind so etwas antut und den Eltern so etwas antut. Alles in allem ergab sich mir das Bild eines Intensivtäters, wie ich ihn in dieser Ausprägung vorher und nachher nicht erlebt habe. Und ich habe relativ viele, auch schwere Delikte zu begutachten gehabt. 3 Entführungen, 3 Tote, Raub, Diebstahl, Körperverletzung. Zum ersten Mal wird Rainer Körpen wirklich zur Verantwortung gezogen. Rainer Körpen hatte letztlich überpokert. Die Sache war nicht für seine kriminelle Neigung zu groß, aber er hatte völlig unterschätzt, wie zum Beispiel die Kriminaltechnik Fortschritte gemacht hat. Ja.
und auch das Verhalten seines Sohnes möglicherweise falsch eingeschätzt. Nicht allein die erdrückende Beweislast, sondern das Geständnis des Sohnes und die Schuldzuweisung an den Vater bilden die Grundlage für das Urteil. Das Gericht glaubt Sven Körpen, spricht ihm aber für die Ermordung Jakob Fischmanns auch eine Mitverantwortung zu. Sein Urteil: eine Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren. Rainer Körpen trifft die volle Wucht des Gesetzes. Die Urteilsbegründung hält fest, dass sich nicht ein einziger Punkt hat finden lassen, der für ihn spricht. Das Urteil ist ja überhaupt das Maximum, was an Freiheitsentzug verhängt werden kann. Also die lebenslange Freiheitsstrafe. Dann hinzu kommt die besonders schwere Schuld. Das bedeutet, dass man eben auch nach 15 Jahren Haft nicht entlassen wird. Und dazu dann noch die Sicherungsverwahrung. Also mehr hat unser Strafgesetzbuch in Deutschland nicht zu bieten. Rainer Körpen meldet sich noch oft aus der Haft und hält die Justiz weiter auf Trab mit Eingaben und Revisionsanträgen. Ein Wort der Reue ist er seinen Opfern bis heute schuldig geblieben. Für die Entführung von Achim Heftrich musste er nie vor Gericht. Eine Verurteilung hätte seine Strafe ohnehin nicht erhöht. Prozessökonomie. Die wollten sich's einfach nicht mehr antun, diesen Mann in Darmstadt wieder ein halbes Jahr vor Gericht zu stellen, dort wiederum dieselben Geschichten zu hören, ich war es nicht, ich habe damit nichts zu tun, etc. pp. Wiederum einen erheblichen Aufwand zu treiben. Man kann es verstehen, es wäre fürs Publikum, insbesondere aber auch für die Beteiligten, besser gewesen. Ein ganzes Jahr dauerte das Verfahren gegen den Ausnahmetäter Rainer Körpen. Die Überführung des Mörders nahm alle Kraft in Anspruch. Vom Opfer, seinen Ängsten und Qualen, war nur selten die Rede. Aber zurück bleibt das Bild eines Mannes, der mehr ist als nur ein Symbol einer tragischen Entführung. Also ich habe aus dem Gerichtssaal mitgenommen, dass er ein großer Freund von Freunden gewesen sein muss, ein Sympath. Insbesondere ist das wohl deswegen hervorzuheben gewesen, weil er ja über große Geldmittel verfügte, deswegen ist er ja auch entführt worden. Also es entstand ein Bild eines absolut sympathischen Mannes und dieses prozessuale Bild ist eben dadurch ergänzt worden, dass Freunde, die ich mit ihm teilte, ohne das zu wissen, mir davon berichtet haben. Also ein Mann, um den man wirklich trauern musste.